Hey Leute, ich zeige euch das Grundrezept für einen Magic Dust bzw. einen Barbecue Rub. Für diese zwei Stück Fleisch benötige ich 2 Esslöffel Salz, 1 Esslöffel braunen Zucker, ihr könnt auch weißen nehmen, 2 Esslöffel Paprikapulver süß und einen halben Teelöffel Kumin bzw. Kreuzkümmel. Nun werde ich 2 Teelöffel Senfkörner zermahlen. Wer sie bereits gemahlen findet, kauft sie so. Und ich gebe dem Ganzen noch eine halbe Chili hinzu. Die Ernte war dieses Jahr wirklich sehr, sehr scharf, deswegen reicht eine halbe völlig aus. Es ist kein Muss, dass das alles so dünn zermahlen ist. Also ihr könnt auch Paprikaflocken oder Pfefferflocken nehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Nun könnt ihr noch einen Teelöffel schwarzen Pfeffer nehmen. Ich nehme an dieser Stelle Isot. Das ist ein türkischer Chili-Pfeffer und der hat einen rauchigen, rosinartigen Geschmack. Und jetzt folgt noch ein Teelöffel Knoblauchgranulat. Ihr könnt auch Zwiebelgranulat dazu geben, also alles, worauf ihr Lust habt. Ihr könnt wirklich alles hinzugeben, was gerade zu dem Gericht passt, was ihr zubereiten wollt. Dann nehmt ihr die Gewürzmischung und reibt euer Fleisch schön damit ein. Nehmt euch ruhig Zeit dafür und massiert das Gewürz schön in das Fleisch hinein. Anschließend wickelt ihr es in Frischhaltefolie ein oder legt es in einen geschlossenen Behälter und stellt es für mindestens 12 Stunden in den Kühlschrank. Ich hoffe, es schmeckt euch genauso gut wie uns.